Dieser Fall erfordert sicherlich eine eingehende psychiatrische und psychologische Untersuchung. Es muss ja abgeklärt werden, ob Zurechnungsfähigkeit vorliegt. Sollte diese vorliegen, kann ja trotzdem eine psychische Störung sein, die zwar nicht Zurechnungsunfähigkeit bewirkt, aber trotzdem für die Bemessung der Schuld des Verdächtigen sehr wesentlich ist. Und die Höhe der Schuld bestimmt ja die Höhe der Strafe. Weiters gibt es auch dann den Paragraph der Blutschande, wenn ich ihn mit einer Verwandten Sexualverkehr hatte, 9 Strafrechtsbuch. Vom Leiter der Staatsanwaltschaft Wien. Mein Eindruck war sehr betroffen, sehr ernst und emotional irgendwie zerbrochen. Was auch eine gewisse, vielleicht nach außen wirkende Teilnahmslosigkeit erklären würde. Wie ich gehört habe, will man noch weitere Tatbestände in meinen Augen ein bisschen heranziehen und ein Hahn, um höhere Strafen zu ermöglichen. Da werde ich mich schon sehr heftig dagegen zu wehren wissen. Ich habe schon Anfeindungen jetzt erlebt, wo man mir vorgeworfen hat, wie kann man so einen verteidigen. Da muss ich gleich eines sagen. Das ist auch eine Prüfung für den Rechtsstaat und es ist eine Prüfung dafür, wie rechtsstaatlich die Bürger bereits denken oder nicht. Denn zu sagen, auf bestimmte Daten hat jemand keinen Schutz mehr durch den Rechtsstaat, der sei sozusagen vogelfrei, den könnte man ohne Prozess gleich aufhängen, würde nur zeigen, dass die bisherige Erziehung der Bürger zur Rechtsstaatlichkeit nicht viel geholfen hat. Ich kann Ihnen gar nicht so viel sagen, weil eigentlich ist es nur einkaufen gegangen und für die Kinder da gewesen. Und sonst hat man es nirgends gesehen. Dass in der Wüste Blumen wachsen werden.